Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mit der HelloFresh Box in Unboxing. Das ist unsere erste Box, die wir bei HelloFresh testen. Und wir haben jetzt auch schon zwei E-Mails bekommen. Und da stand drin, dass das MHD nicht stimmt. Und leider haben sie ja auch die falschen Rezeptkarten reingesteckt von Thermomix anstatt für die normalen Rezepte. Das ist schon mal nicht so schön, finde ich. Was wir aber auch mitgekriegt haben bei den ganzen Mittestern, die zurzeit auch diese HelloFresh-Box testen, dass da auch schon keine frische Ware drin ist oder Ware auch fehlt und ja auch, dass falsche Rezeptkarten geliefert sind. Und jetzt gucken wir gleich mal unsere Box an, ob alles richtig drin ist. Und wie wir schon hier sehen können, sind einige Tüten schon aufgerissen. Aber das kann natürlich auch an Versand liegen, das wissen wir nicht ganz genau. Was wir in unserem Paket hier auch schön erkennen können, dass eben für die Kühlware hier ein extra Kühlbeutel reingesteckt worden ist und da sind die Kühlsachen richtig schön gekühlt und die Kühlkette wirklich eingehalten worden ist. Hier finden wir natürlich alle Sachen drin, die gekühlt werden müssen, wie Fleisch, Joghurt, Käse und andere Sachen. Hier haben wir die einzelnen Rezeptkarten, da oben stehen die Nummern drauf und die ganzen Zutaten. Die Nummern sind natürlich auch auf den Tüten drauf, wo die ganzen Gerichte verpackt sind. So findet man immer gleich das richtige Gericht und hat gleich die ganzen Zutaten zur Hand. Auf der Rückseite befindet sich die Anleitung, wie man das kochen soll. Hier leider eben halt für den Thermomix, aber das ist kein Problem. Auf der Internetseite könnt ihr auch das normale Rezept finden. Jetzt schauen wir erstmal, ob alles von dem Gericht Nummer 2 dabei ist und ob alle Zutaten frisch sind und ob auch alles vorhanden ist. Hier auf der rechten Seite schaue ich mir erstmal an, was da alles dabei sein soll und dann können wir auch gleich alles erkennen. Und dann gucke ich auch in der Tüte nach, ob eben halt alles vorhanden ist. Für mich haben die Ware einen absolut guten Zustand. Alles sieht sehr frisch aus und nicht gammelig, keine Druckstellen und sowas. Außer hier bei dem Fleisch haben wir eben halt das Problem, dass das MHD eben halt falsch deklariert worden ist. Und ja, das finde ich nicht so gut, weil ich wollte mich da eigentlich schon drauf verlassen. Und ja, so ist das für mich eigentlich ein No-Go. Aber was soll ich machen? Bei den Gerichten Nummer 6, Honig gebackener Camembert mit Pekannüssen, sieht auch alles frisch aus, ist auch alles in Ordnung. Was mir eigentlich so ein bisschen komisch vorkommt oder beziehungsweise was ich ziemlich wenig finde, sind die Paranüsse, die damit bei sind, aber das kann auch täuschen. Das Rezept Nummer 13, gebratene Spätzle mit Bacon. Sind auch alle Zutaten vorhanden und sehen frisch aus. Für mich sieht der Speck auch sehr gut aus, wie von Metzger. Bei den Rezept 26 Rigatoni mit Rinderhackfleisch ist auch alles dabei und ist auch alles frisch. Was ich sehr gut finde, dass das Hackfleisch hier nochmal extra gekühlt worden ist, damit auch ja nichts passiert und die Kühlkette eingehalten wird. Bei dem Gericht 29 ist auch alles vollzählig und frisch und auch alles vorhanden. Die Kartoffeln sehen auch gut aus, haben keine Druckstellen, sowie die Tomaten sind auch fest und nicht matschig. Somit haben wir 5 Gerichte für 4 Personen, alle vollzählig und von der Qualität ist preismäßig auch alles in Ordnung. Dann werden wir in den nächsten Tagen die Gerichte zubereiten und mal sehen, wie es schmeckt. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao!